Hallo aus dem schönen Thüringen. Lena, meine Frau und ich, wir werden wandern. Und zwar von Katzhütte über die Wurzelberghütte, den Wurzelberg, einmal rum um die Talsperre Goldestal und zurück nach Katzhütte. Dafür haben wir uns 2 Tage Zeit gegeben. Ja, wollen entspannen, den Wald genießen und was lecker essen. Das ist übrigens der Panoramaweg Schwarzer Tal und für uns gibt es jetzt die erste Rast. Und weiter geht's. Ja, endlich wird der Weg schöner, kein Forstweg mehr, Single Trail. Und jetzt geht's zum, ich glaube, Reichenbachteich. Und das ist der Reichenbachteich, kurz vorm Wurzelberg. Und das Ganze ist hier eine Schutzhütte vom Sportfischerverein Katzhütte. Ist das nicht beautiful? Ja, das ist mein Rucksack. Ich würde mal vermuten, knapp unter 30 Kilo. Hat ein Fassungsvermögen von 100 Liter. Ist ein Nachbau von einem Militärrucksack der britischen Armee. China-Ware. Ganz, ganz schlechte Qualität. Ganz, ganz schlecht. Kann ich nicht empfehlen. Von der Firma Anton Blöchel Mountain. Finger weg. Und noch 700 Meter zur Wurzelberghütte. Und aufi zum Wurzelberg. Da geht's lang. Tja, schlechte Nachrichten. Wir haben die Wurzelberghütte erreicht, aber seht ihr selbst. Ist natürlich gesperrt, kann man nicht übernachten. Meine Frau hat entschieden, dass sie heute im Hotel übernachten will. Also laufen wir den Wurzelberg wieder runter, fahren mit dem Auto zu einem Hotel. Ja, und hier muss es irgendwo ein richtiges Unwetter gegeben haben. Das wird auch der Grund gewesen sein, dass die Wurzelberghütte beschädigt ist. So, wir steigen wieder ab. Und auf geht's. Ja, ich zeige euch mal ein paar Bilder aus dem Jahr 2020, aus dem Sommer, wie das hier früher auf dem Wurzelberg ausgesehen hat. Ja, ihr seht, die Wurzelberghütte war ein echtes Träumchen, wo es richtig Spaß gemacht hat, dort zu verweilen und die Nacht zu verbringen. Sehr, sehr schade, dass das jetzt so ist. Wird wohl auch nie wieder so sein. Das ist jetzt halt einfach Geschichte. Schaut euch selbst die Bilder an. Und weiter geht's. Hallo. Na komm zu mir. Komm. Komm, mein Schöner. Ja, komm. Hab keine Angst. Komm. Wir sind zurück in Katzhütte. Sind gleich am Auto und fahren ins Hotel. Bis morgen. Hi.
Hallo ihr Lieben aus Goldestal. Ja, wir werden beide den Talsperrenrundweg Goldestal laufen. Der geht ca. 3 Stunden. Einmal rund um die Talsperre. Soll landschaftlich sehr schön sein. Ja, ein kleines Picknick werden wir zwischendrin auch machen. Glück haben wir auch mit dem Wetter. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Und als erstes geht's rauf zum Goldberg. Und weiter geht's. Ja, gerade einen Angler gesehen, der hat einen riesen Saibling rausgeholt hier. Also richtig gut, richtig gut. Bin ich ein bisschen neidisch. Ja, wir haben die Hälfte geschafft und jetzt ist es noch 5 Kilometer nach Goldestal. Hier reiht sich übrigens ein Bach nach dem anderen auf. Also Trinkwasserversorgung ist überhaupt kein Problem. Rötchen, sag mal, wie geht's dir? Mir geht's blendend. Das freut mich. Dann kann es ja weitergehen. Es geht da lang. Bäche über Bäche. Ja, und Lena sagt, diese Baumstümpfe, die sehen aus, als ob Kraken ja in den Wald gehen. Die kommen aus dem Wasser und gehen in den Wald. Ja, ist so ein bisschen. Ja, da hinten ist Lenchen. Die kann nicht mehr. Hat sich ganz viel Mühe gegeben. Tut mir ein bisschen leid, die Liebe. Na gut. Ja, so 3 Kilometer hat es noch. Ja, was sehr schade ist, dass hier der Borkenkäfer sehr aktiv gewesen ist, dass viele Bäume ja, tot sind und dementsprechend viele Forstarbeiten
sind. Aber es ist immer noch schön. Anders schön. Einfach ein Träumchen. Ja, und warum das hier Goldestal heißt, sollte auch klar sein. Man hat hier im Bergbau früher jede Menge Gold gefunden. Und hier ist der Goldpfad beschrieben. Ja, und wir haben es noch 1,8 Kilometer nach Goldestal. Da geht's weiter. Ja, oberstes Zeichen ist unser Zeichen. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Zweites Zeichen ist ein Zubringerweg zum Rennsteig und unten ist der Goldpfad. Er passt irgendwie. Finde ich witzig. So, wir haben es noch 400 Meter nach Goldestal. Vielleicht machen wir schon mal ein Fazit. Lena, wie ist denn dein Fazit? Das hat alles anders verlaufen, als wir geplant haben. Und ich bin froh, dass ich meine Luxuszone zu verlassen habe und trotzdem ein bisschen gewandert bin. Ja, ich möchte mich dem anschließen und freue mich, dass Lena das mitgemacht hat. Mir hat es gut gefallen, aber ja, schade, dass der Wald hier so lädiert ist. Aber gut, das ist halt so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne, gebt uns gerne ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.